Falls du da draußen Trading-Tipps direkt auf dein Handy bekommen willst, dann schau mal in die Videobeschreibung. Du kannst nämlich mit Amazon Prime komplett kostenlos in unseren Trading-Discord reinkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du deine Coins jetzt investieren kannst. Es ist wirklich perfekt. Also der Moment ist perfekt zum Investieren. Das heißt, nutz diese Chance. Du wirst damit sehr, sehr viele Münzen machen. Und Freunde, nicht vergessen, bis 24 Uhr gilt dieses Angebot noch. 50 Euro PSN-Karte für 43,49 Euro. Checkt es ab. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich werde jetzt immer Top-Partien-Investments hochladen, aber die sind noch nicht in diesem Video hier drinnen. Wieso sind sie noch nicht heute drinnen? Weil es so viele andere Dinge gibt, wo man gerade investieren kann. Also Freunde, keine Sorge, ich werde die Top-Partien-Investments hier auf YouTube hochladen. Das Ganze wird wahrscheinlich am Sonntag dann auf diesem Kanal hier eben online gehen. Wenn ihr die Top-Partien-Investments aber jetzt schon haben wollt, könnt ihr gerne im Discord reinschauen. Dort habe ich sie euch schon reingepostet. Ich könnte jetzt runterscrollen und dann würde hier ja das Ganze eben stehen mit den Spielerlisten, wen man sich kaufen kann und so weiter und so fort. Und der Discord ist sowieso komplett kostenlos für alle Leute, die Amazon Prime haben. Es gibt eine Erklärung in der Videobeschreibung. Dort erkläre ich euch eben einfach, wie ihr mit Amazon Prime kostenlos in den Trading Discord kommen könnt. Und keine Sorge, Freunde, für alle Leute, die kein Amazon Prime haben, ihr könnt über Patreon auch reinkommen oder ihr könnt mir einfach bei Instagram schreiben. Dort finden wir dann sicher eine Lösung. Okay, genug gelabert. Wir starten jetzt mit den Investment-Tipps. Das hier übrigens noch eine SBC. Das sind diese Flash-SBCs. Ich rate euch sehr, die zu machen. Die Packs sind super und die sind sogar tradable. Also hier bei den SBCs würde ich euch raten, immer reinzuschauen. Es kommen ja auch jetzt die ganze Zeit neue SBCs und es kommt auch eine SBC, wo wir investieren werden. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Und zwar ist es, glaube ich, eines der einfachsten Investments, die es überhaupt gibt im ganzen FIFA-Jahr. Holt euch League Rare-Karten unter 900 Coins am besten. Ihr könnt die natürlich auch für 1000 Münzen mitnehmen. Da müsst ihr halt einfach wissen, wo eure Grenze ist. Ich kann euch sagen, die Karten waren im letzten Jahr sau viel wert und ihr habt richtig Glück, denn die waren in diesem Jahr jetzt eben vor 2 Tagen waren die schon bei 1500 Münzen und jetzt sind sie wieder auf 1000 Münzen gedroppt, weil eben so viele Leute Packs ziehen gerade. Schauen wir mal gemeinsam einfach rein, was diese Karten im letzten Jahr dann gekostet haben, als die SBC kamen. Wir gehen einfach rein bei Samuel Kalou. Das ist wirklich eine Random League Karte und hier seht ihr schon den Ausschlag. Das war der Zeitpunkt, wo die SBC gekommen ist. Die SBC sollte nämlich morgen kommen. Also am Samstag um 19 Uhr sollte die SBC wieder kommen. Das war die letzten 2 Jahre auch so. Und dementsprechend seht ihr dann hier, am Samstag ist er hochgegangen so, oder am Sonntag war er dann so bei 1,5 ungefähr. Und dann tatsächlich am Dienstag ist er nochmal teurer gewesen. Am Dienstag war er bei 1700 Münzen. Und das können wir wirklich bei jedem Rare League Earth Spieler sehen, auch zum Beispiel bei Fofana. Ich gehe da jetzt Uncut einfach rein, dass ihr seht, okay, passt, das stimmt wirklich, die League Earth Karten sind krank gestiegen. Das heißt, er ist auch auf 1,5 gegangen und dann am Dienstag auf 1700 Coins. Und das Heftige ist halt dieses Jahr, dass wir Messi Team of the Week haben, gerade in den Packs. Wir bekommen Neymar am Samstag um 19 Uhr in die Packs, wir bekommen Marquinhos am Samstag um 19 Uhr in die Packs. Mbappé geht leider genau am Samstag um 19 Uhr out of Packs, aber, also der Inform natürlich aus dem Best-of, aber der normale Mbappé ist auch in den Packs. Das heißt, Neymar in Form, der normale Mbappé, Messi in Form und Marquinhos in Form sind in den Packs drinnen, bei den 81 Plus Packs. Und ich will jetzt echt nicht pushen oder so, aber die 81 Plus Packs sind im Quellcode drinnen. Man sieht sie hier, 2x81 Plus League Earth Pack. Viele League haben das noch nicht gezeigt in den Leaks. Ich habe jetzt den Quellcode selber gelesen. Ich habe jetzt verstanden, wie man so einen Quellcode liest. Also ich habe den gesamten FIFA 22 Quellcode hier, was auf jeden Fall eine geile Sache ist. Das heißt, ich kann euch in den Videos auch öfter mal Sachen leaken. Und ihr seht es hier eben hier. Die SBC ist in den Packs drinnen, im Quellcode drinnen. Das hier sind übrigens die Anforderungen aus dem letzten Jahr von der SBC. Man brauchte da 6 Rare-Spieler aus der Ligue 1 und ansonsten dann insgesamt auch 11 Rare-Karten. Aber eben die Hälfte davon musste aus der Ligue 1 sein. Es kann natürlich sein, dass EA dieses Jahr sagt, ey, wir machen das nicht so, dass man da speziell Ligue 1-Spieler braucht, sondern man braucht nur allgemein Rare-Spieler. Sie können uns hops nehmen, ja, EA kann uns immer hops nehmen. Aber wir investieren hier für unter 900 Coins in Rare-Karten. Ja gut, im Notfall verkaufen wir die easy für 1,1, 1,2, vor allem durch die Flash-SBCs gehen die eh weg, machen trotzdem Gewinn. Wir können die immer leicht überteuert verkaufen und im allerschlimmsten Notfall sellen wir sie, also stoßen wir sie ab und machen pro Karte ca. 200 Coins Verlust, was auch überhaupt nicht schlimm wäre. Aber man wird sie sowieso überteuert auch wegbekommen, da bin ich mir zu 100% sicher. Ja, Freunde, das war das Investment Nummer 1. Holt euch diese Karten, ich kann es nicht oft genug sagen, vor allem die Preise sind gerade so dumm. 800 Coins, Freunde, die SBC wird zu 95% morgen kommen. Sie ist im Quellcode drinnen, sie sollte eben am Samstag kommen, 19 Uhr. Freunde, wirklich. Investiert eure Coins da rein und es ist natürlich trotzdem auf eigener Gefahr. Ja, ich kann euch nicht zu 100% garantieren, dass sie kommt, aber ich werde selber auch nochmal ordentlich Coins reinputtern. Aber ihr seht, mein Kontostand ist niedrig, weil ich schon so viele Spieler eben mir geholt habe.
So, jetzt das zweite Investment für dieses Video, und zwar sind das die rechte Flügel zu rechte Mittelfeldkarten. Positionswechselkarten sind am Samstag immer viel, viel mehr wert und ihr bekommt die halt wirklich heute noch sehr, sehr günstig, weil so viele Packs gezogen werden. Ihr seht, man kann die erstens mal easy, wirklich easy peasy snipen oder man geht eben rein so für 1,4. Sie waren vorher halt bei 1,3 eigentlich, wo ich das Skript geschrieben habe. Jetzt sind sie halt schon ein bisschen hochgegangen. Für 1,5 könnte man vielleicht noch reingehen, aber sie ziehen tatsächlich gerade schon an, sehe ich gerade. Okay, sie sind gerade wirklich schon am Steigen, aber ich habe euch den Tipp im Discord gepostet. Ich konnte leider das Video jetzt nicht so schnell machen. Die sind schon gestiegen, Freunde. Ich habe es nämlich gerade auch auf meiner Transferliste gesehen. Ich habe sehr, sehr viele Karten verkauft und zwar eben für 1,8, 1,9. Der Tipp ist aber auch für nächste Woche gut. Also ich werde euch sowieso eine andere Karte noch zeigen. Ich hoffe, dass die nicht gestiegen ist, aber der Positionswechsel-Tipp ist trotzdem gut, weil die Karten habe ich alle unter 1300 Coins mir im Vorhinein geholt gehabt und das könnt ihr nächste Woche machen. Also am Samstag, Freitagabend und Samstag kostet zum Beispiel die rechte Flügel zur rechten Mittelfeldkarte immer so 1800, 1900. Ihr seht, ich kriege die alle weg. So, die war aber jetzt wirklich die ganze Woche über bis eben vor einer Stunde circa bei unter 1400 Münzen. Also 500 Coins pro Karte. Ihr könnt da unendlich Coins rein investieren, weil ihr die Sachen im Verein speichern könnt. Also ihr könnt hier ja die Sachen hier reinpacken eben. Und das habe ich eben auch gemacht. Also ich habe euch das übrigens im letzten Video, glaube ich, auch gesagt. Und hier habe ich die Karten geholt eben. Ihr seht es wirklich. Ich habe 592 Karten hier noch. Und die habe ich halt alle geholt für unter 1,3, teilweise sogar eben unter 1,2. Hoppala, für 1,3 wollte ich die natürlich nicht reinstellen. Für 1,9 wäre es dann eben. Und dann mache ich halt pro Karte 500 Coins und es geht halt jedes Wochenende. Also einfach unter der Woche rechts Flügel zu rechts Mittelfeld unter 1400 circa einkaufen und am Wochenende, am Samstagabend vor allem, für 1900 verkaufen. Und wenn sie übrigens nicht steigen, die Karten, können sie trotzdem verkaufen, weil die überteuert sehr leicht weggehen. So, die andere Karte, die ich euch zeigen wollte, ist Mittelstürmer zu ZOM und die ist günstig geblieben. Das ist gut, das heißt, ihr könnt da noch rein investieren. Die Karte kriegt ihr für 1400, wenn ihr ein bisschen sniped oder erbietet. Ich würde euch aber raten, da könnt ihr wirklich für 1500 reingehen, wobei erbieten, ja, funktioniert eh nicht. Also wenn, dann snipen, weil erbieten nach 20 Minuten sind die per Sofortkauf weg. Das heißt, entweder snipen für unter 1,4. Ich habe die vorhin alle eingepackt für 1300 Coins, was wirklich sehr, sehr nice ist. Und jetzt zeige ich euch kurz, was die Karte am letzten Wochenende am Samstagabend gekostet hat. Die Karte hat 2000 Münzen gekostet. Und am Samstagabend davor, also noch ein Wochenende davor, hat die Karte gekostet 1800 Coins. Genau, hier möchte ich euch nur kurz zeigen, dass ich die eben wirklich für 1,3 alle eingekauft habe. Also das ging wirklich ganz, ganz einfach. Da waren ganz viele auf dem Markt, die konnte ich einfach alle kaufen für 1300. Und die werde ich dann eben morgen Abend, also am Samstag am Abend, so für 2000 Coins verkaufen können. Man kann die aber jetzt immer dann schon direkt reinstellen, weil die sich sowieso schon direkt verkaufen, die Karten. Also hier im Discord habe ich euch übrigens auch dann die Preise reingeschrieben, die die Karten eben gekostet haben. Das heißt zum Beispiel, da seht ihr, okay, am letzten Wochenende hat jetzt Stürmer zum Mittelstürmer 3400 Coins gekostet und dann schaut ihr einfach nach, okay, was kostet die Karte sozusagen jetzt gerade. Also 3400 war der Preis eben am letzten Wochenende am Samstag und ihr seht, okay, 3400, da gibt es schon ein paar, für 3000 kriegt man sie nicht ganz, ja okay, also zum Beispiel in die kannst du jetzt gerade noch nicht investieren. Das ist einfach noch zu teuer. Und da kannst du halt das Ganze eben mit allen Karten dir einfach mal durchschauen, was die Karten so gekostet haben. Und hier zum Beispiel ist eben Mittelstürmer zu ZOM, die war eben bei 2000 Coins, wie ich es gerade vorhin gesagt habe. Und die kann man ja jetzt gerade für 1500 mitnehmen. Also, der Investment-Tipp, nehmt euch diese Karte mit. Und nochmal ganz wichtig, für alle, die jetzt nicht so gut aufgepasst haben, ihr könnt die Karten trotzdem so für 2100, 2200 einfach direkt reinstellen. Die verkaufen sich. Ja, und ganz wichtig ist, dass ihr am Samstag eben die Karten laufend anbietet, weil da eben diese Preise steigen. Es ist einfach so. Am Sonntag droppen sie dann meistens schon wieder ein bisschen, aber das ist easy. 500 Coins pro Karte, ohne wirkliches Risiko. Und ihr könnt in Massen investieren, weil ihr die Sachen direkt im Verein speichern könnt. Es gibt wirklich wenig bessere Investments. So, und jetzt noch ein letztes Investment für heute. Ihr seht es hier, es wird eine Wundertüte kommen. Und zwar ist da eben ein Monster Watch Spieler drinnen oder ein Road to the Knockout oder eben ein Rule Breaker, könnte auch Record Breaker heißen. Da ist eben so ein Spieler drinnen und das heißt, Rated Karten werden da gebraucht. Dementsprechend werden Rated Karten sehr wahrscheinlich im Preis auch steigen. Übrigens, Icon SBC, warte mal, Base Icon SBC, genau. Also es ist die Base Icon SBC im Quellcode drinnen. Hier seht ihr die. Aber es ist nicht die Mid-Icon SBC bis jetzt im Quellcode drinnen. Es ist aber so, dass natürlich in den kommenden Wochen eine Mid-Icon SBC kommen wird oder allgemein Icon SBCs. Das wird die Rated-Karten auch wieder schön nach oben treiben. Des Weiteren können wieder Hero-Upgrades kommen und so weiter und so fort. Das heißt, es wird in den nächsten Wochen 100% Content kommen für die Rated-Karten. Und bei den aktuellen Preisen von den Rated-Karten bietet sich ein Investment
einfach perfekt an. Die sind jetzt gerade wieder angezogen, also die sind wirklich, warte, ich zeige euch das mal kurz jetzt hier zum Beispiel bei Mertens, ja. Die sind gerade wirklich vor einer Stunde so niedrig gewesen, ich habe es euch direkt im Discord gepostet, also für alle, die im Discord waren, GG, wenn ihr direkt investiert habt, aber das ist echt krass gewesen. Der war hier nämlich heute, ja okay, das sieht man kaum. Das sieht man kaum, ne? Die waren vorher auf jeden Fall bei 2,3. Ich glaube, im Screenshot habe ich es drinnen. Ja, okay, bei 2,3 waren sie nicht ganz. Sie waren so bei 2,4. Dann die 85er waren so bei, ja, bei 6,4 ungefähr. Die 86er waren so bei 12k. Wir können uns ja jetzt mal die Preise anschauen. Es ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen hochgegangen. Also ihr seht jetzt hier, die sind so um 500 Coins gestiegen. Und die sind natürlich schon gestiegen. Also muss man schon sagen, die waren hier, ja, bei 12k, 11 bis 12k. Und jetzt eben sind sie bei 13k. Aber kann man, denke ich, trotzdem noch investieren. Also ich habe es euch im Discord gepostet, aber es bringt euch halt jetzt nicht viel, wenn ich euch das jetzt so sage. Auf jeden Fall, ein Investment bietet sich in meinen Augen definitiv an. 83er, wenn sie bei den Lightning Rounds oder so nochmal unter 1k droppen, könnt ihr easy mitnehmen. 84er, wenn sie unter 2,4 droppen, könnt ihr easy mitnehmen. 85er könnt ihr in meinen Augen unter 6,5 mitnehmen. 86er. Finde ich, kann man unter 12k mitnehmen. Das heißt, 86er könnt ihr wirklich jetzt einkaufen. Das ist ein Jetzt-Investieren-Tipp. Also, einfach snipen oder einfach erbieten. Die kann man wirklich leicht während Lightning Rounds erbieten oder vor allem eine Stunde nach den Lightning Rounds, weil da die Packs ja dann eben auf den Transfermarkt kommen, also die Spieler. Dementsprechend zum Beispiel so ein Chiellini, ein Coman, ein Skriniar, ein Rodri, wobei Skriniar eigentlich out of packs ist, ein Rodri zum Beispiel, kann man sich einfach erbieten für 12k, vielleicht auch 12,5. Ich denke, das ist in Ordnung. Die werden wieder auf 16, 17k hochgehen in den nächsten Wochen mal. Bin ich mir relativ sicher. Auch 87er finde ich unter 18k in Ordnung. Ich hätte jetzt eben gesagt, für 17k mitnehmen. Wenn ihr sagt, ey, für 18k passt es euch auch noch, packt euch da den Verein voll. Zumindest einen Clubstock würde ich euch raten. Also was ist ein Clubstock? Das heißt einfach, dass ihr sagt, ey, ich nehme jede Rated-Karte einmal mit und speichere sie im Verein. Dadurch ballert ihr keine Transferliste voll, ihr ballert keine Kandidatenliste voll, keine unzugewiesenen Objekte. Ihr speichert einfach jeden Spieler einmal im Verein. Und deswegen finde ich 87 interessant. Unter 17,5 kann man die einpacken. Ja, die waren ja auch schon viel höher. Also wenn wir jetzt zum Beispiel draufgehen auf, keine Ahnung, die Maria, und uns den Preisverlauf anschauen, also wir wissen schon, ne, die waren bei 24k und die sind jetzt bei 18k, also der ist um 6k gedroppt, das sind ca. 25%, um das der da gedroppt ist. Ein Investment bietet sich sehr an der Stelle. Auch 88er für 25k finde ich ist wirklich ein super Preis. Okay, ist ein Ticken hochgegangen jetzt auf 26,5 schon, aber auch der war bei 33k Boys noch vor ein paar Tagen. Also auch da ein Investment bietet sich an. 88er unter 25k, 89er unter 34k, ja, 90er, die steigen tendenziell, prozentuell steigen die nicht so stark. Am interessantesten finde ich persönlich 87er unter 17,5 und 86er unter, ja komm, sagen wir unter 12,5, auch für 13k ist es in Ordnung. Weil schaut mal den Chiellini an zum Beispiel. Ihr seht übrigens, die steigen schon leicht. Das heißt, wenn ihr investieren wollt, sniped auf jeden Fall schnell. Und ihr seht es hier, der war eben bei 16, 17k. Also die werden sowieso noch hochgehen. Rated-Karten gehen tendenziell sowieso im Preis nach oben im Laufe des Jahres. Vor allem eben zum Ende hin. Das heißt, im Dezember werden die, denke ich, teurer sein. Ende Dezember. Also Langzeitinvestment, High-Rated-Karten sollte safe sein. Und ein Geheiminvestment, was ich euch jetzt hier präsentiere, ist Hummels. Hummels ist so ein gutes Investment in meinen Augen. Habe ich mir auch sehr, sehr oft mitgeholt. Kriegt man für 31k. Okay, das ist echt sehr, sehr günstig. Hummels ist eine Karte, der wird Ende Dezember, das ist das Statement von EA, Ende Dezember bekommt er sein Upgrade auf eine 89, weil das ist ja so eine Numbers-Up-Karte. Das heißt, er wird ein 89er Rating bekommen. Wenn wir nachschauen, was die 89er Rated-Spieler kosten, werden wir sehen, dass sie eben ja, ungefähr 35k gerade kosten. Das heißt, alleine durch sein Rating wird er im Preis nach oben gehen. Und wir können hier mal ganz kurz reinschauen. Das ist Casemiro aus dem letzten Jahr. Das heißt eben, selbes Rating dann, beide 89. Und wir schauen einfach mal kurz, wie sich da der Preis entwickelt hat. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich gesagt habe, vorhin zum Ende des Jahres steigen die Spieler meistens noch. Wir sind jetzt ungefähr hier. So, hier ungefähr sind wir. Da hat er 38k gekostet. Das kosten 89er gerade auch ungefähr. Also die kosten gerade so 35k. Am Ende des Jahres war der Typ bei, naja, hier, 59, 58k. Ja, das heißt, ein Hummels, wenn 89er so gut steigen, wird von diesen 30k auf über 50.000 Münzen gehen. Ihr müsst einfach nur auf Ende Dezember warten, weil da bekommt er sein Upgrade. Und ihr seht es hier, Anfang Januar war eben Casemiro bei 59k. Also das ist schon echt teuer. Und dazwischen war er auch bei 45. So, sein tiefster Punkt da dazwischen war 45k und Hummels kostet 31k. Das heißt, ihr macht damit zu 99,999%
dicken Gewinn, wenn ihr die Investments bis Ende Dezember haltet, also vor allem das Investment. Und man sieht hier allgemein eben Rated-Karten, wie gesagt, von jetzt hier eben November, Mitte November bis eben dann hoch zu Januar steigen tendenziell. Ja, das könnt ihr euch bei jeder Rated-Karte anschauen. Wir können uns zum Beispiel auch Groß anschauen. Es ist wirklich bei jedem das Gleiche. Groß hier aus dem letzten Jahr war eben zu dem Zeitpunkt zu ungefähr 28k wert und dann auch bei seinem schlechten Zeitpunkt im Dezember war er 34k wert, also deutlich mehr. Dann im Dezember war er bei 49k und Anfang Januar war er dann so bei 45k. Ja, und dazwischen war er auch immer über 30k, über 35k die meiste Zeit und jetzt ist er noch deutlich weniger wert. Das heißt, investiert in Rated-Karten sollte logisch sein und Hummels solltet ihr auch mitnehmen. Gut, Freunde, das war's mit dem Video. Du da draußen weißt jetzt, wie man Coins investieren kann, beziehungsweise worin du jetzt gerade die Coins stecken kannst. Also pump die Coins da ordentlich rein. Es wird sich lohnen. Und das war's ansonsten jetzt. Top-Partien Investments kommen am Sonntag dann, wie gesagt, online. Und ja, ich wünsche euch was. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes. Bis dann und ciao, ciao.